Da ruft neulich morgens beim Objektleiter der Hafenbahn in Rostock einer an, völlig dun, und sagt: Sagen Sie mal, Herr Objektleiter, wann macht denn die Hafenbahn auf? Sagt der: um 20 Uhr. Um 12 Uhr ruft er wieder an: Wann macht denn die Hafenbahn auf? Sagt der Objektleiter: wieder um 20 Uhr. Als er um 16 Uhr nochmal fragt, sagt er: hören Sie zu, zum letzten Mal um 20 Uhr. Aber Sie, in Ihrem Zustand, Sie kommen nicht rein. Sagt der andere: was heißt denn rein? Ich will endlich raus. Keine Angst, keine Angst, wir halten den Kurs der guten Laune. Keine Angst, keine Angst, wir halten den Kurs der Gemütlichkeit. Keine Angst, keine Angst, es schmettert so lustig die Posaune. Keine Angst, keine Angst, nimm dir mal zum fröhlichsten Zeit. Und hier eine Anfrage aus Berlin. Der Herr will nicht genannt sein. Na, 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 na. Ich habe eine Datsche, einen Dacia, einen Dackel, einen Swimmingpool aus Marmor und ein verchromtes Segelboot. Kann ich da trotzdem noch revolutionäre Taten vollbringen? Ja. Taufen Sie Ihr Segelboot auf den Namen Aurora. Ja, ich schaukel Riese, ich schaukel herrlich und hin. Luise, wie gut ich dir bin. Ja, komm auf die Schaukel, Luise. Ich schaukel herrlich von hin. Und zeig dir nachher auf der Wiese, Luise, wie gut ich dir bin. Auf der Wiese. Ach, Luise. Ja, Elvis war mein Vorbild. Ich konnte sein gesamtes Repertoire singen. Und die Leute haben das gerne von mir gehört, weil ich ähnliche Stimme hatte in diesen Art Songs. Ja, schade, dass er zu früh gestorben ist. Come on, blue, blue, and blue, say you. 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 Blue, blue, and blue, 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 blue. Die gesamte DDR hat mich sehr gerne hier als Gast gehabt. Auch die Politik. Zum Beispiel hatte ich ein Konzert gehabt bei Dynamo in Berlin. Und der Chef war damals der Herr Mielke. Ja, nach dem Konzert kam er auf mich, er hat mich umgearmt,
und sagte, für den Frieden, lieber Costa. Für mich ein Bedürfnis, das in meiner neuen Autobiografie das zu schreiben, das ist eine kleine Anekdote hier. Ich werde tadellos und bevorzugt behandelt. Bei den Ein- und Ausreisen werde ich nicht über Gebühr gefilzt. Einmal lege ich als Test gut sichtbar eine Bildzeitung auf die Rückbank meines Autos. Das Blatt wird einkassiert. Na klar, dabei kann ich schon kurz nach meiner Weiterfahrt beobachten, wie die Volkspolizisten in dem kleinen Häuschen am Grenzübergang sehr interessiert in der Zeitung aus dem Westen blättern. Beifall auch für den erfolgreichsten deutschen Musiker der Welt. Nach langen Verhandlungen durfte er 1987 nun endlich im Osten auftreten. Und für ihn war der Mitschnitt des Konzerts in der DDR eine der besten Live-Aufnahmen seines Orchesters. Dass wir hier oben unheimlich gut zusammenleben, alle 17 Nationen, kein Farbenunterschied, spielt keine Rolle, gar nichts. Und ich wünsche uns allen, dass eines Tages die Politiker mal rausfinden würden, dass wir alle in Ruhe und Frieden leben möchten. Wir können zusammenleben. Applaus.